Okay, hey, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons und zwar zum Hidden Deaths DLC. Ich habe derweil zwischen den Folgen bisschen gelevelt. Bisschen viel. Bin jetzt auch Level 63. Mal gerade besser hinsetzen. So. Und, nee, das ist unbequem. Wartet. Ich muss gucken, wegen Aufnahme, dass ich noch zu sehen bin, nicht, dass ich zu weit unten bin. Doch, so geht das. So geht das. Okay. Wir wollten den Dungeon, den Versteckten, suchen. Und genau das tun wir jetzt auch. Ich weiß, wo er ist. Ich habe nachgeguckt. Es gibt zwei Stellen, wo man den finden kann. Irgendwie so habe ich das verstanden. Also ich gucke jetzt mal an beiden Stellen. Ob es auch an beiden Stellen ist, weiß ich jetzt nicht. Irgendwo weit unter. Die Story kennen wir schon. Falls ihr sie noch nicht kennt, schaut euch gerne das letzte Video an. Beziehungsweise das vorletzte davon. Im letzten Video haben wir gegen den Dings gekämpft, um die Bösen zu verteidigen. Nee, geh weg. Die mit ihrem Dreizack sind unendlich stark, das ist schlimm. Also wir müssen hier die erste Passage meistern. Und dann irgendwann hinten links abbiegen. Ich bin schon fast tot. Sehr schön. Achso, ihr seht wieder links, das Rote ist mein Herz und das Blaue ist, wie viel Luft ich habe. Ui, die Kiste, sehr schön. Zack. Darf man anmerken, dass das sehr unrealistisch ist? Ich lasse es einfach mal so stehen, ja. Und jetzt hier auf dieser großen Map nach links abholen. Boah, wieso sind die alle so stark? Was ist das denn? Aber immerhin ist es fair gehalten. Zumindest halbwegs. So viel dazu. Okay, ich brauche ein Lama. Ah, ich habe keine Luft mehr, das ist immer sehr schön. Ey, ich bin tot wieder hier. Nee, ich will die Kiste gar nicht. Ich will überleben. Okay, so. Und jetzt da vorne links, genau. Wir sind so tot! Gut, ich glaube, es wäre eine. Ich glaube, es wäre eine bessere Idee, den Schwierigkeitsgrad noch ein Stück weiter nach unten zu stellen, damit wir einfach straight durchrennen können, weil ich wollte den Dungeon heute noch bringen. Also in dem Video, nicht nur finden, sondern auch bringen. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal auf sehr einfach. Insel Realms. Hier. Ich hoffe, das passt. Ja, ich bin schon mittlerweile bei das Ende aller Tage. Zum zweiten Mal. Ihr wisst ja, ich musste mir das Spiel nochmal neu kaufen, weil ich es mit einem Hack kaputt gemacht habe. Ist ja unwichtig. Oh, am Ende des Parts muss ich euch noch was ganz Cooles zeigen. Das ist klasse. Ich habe hier was liegen. Voll cool. Ich habe zwei Sachen liegen. Hinterm Greenscreen liegt da noch was. Richtig, richtig cool. Hat was mit alten Videospielen zu tun. Also das mit dem Feuer finde ich ein bisschen blöd, dass das Feuer unter Wasser auch existiert. Aber gut. Ey, das ist der Wahnsinn. Wir sind schon wieder fast tot. Oh, eine neue Rüstung. Schildkrötenrüstung. Ey, das ist der Wahnsinn. Ganz kurz im Level drin, einfacher Schwierigkeitsgrad und schon wieder fast tot. Da sieht man wieder, wie schwer doch das Spiel ist. Also wie anspruchsvoll es an manchen Stellen ist. Sogar ein Schiff kann man da rein. Boah, das wäre cool gewesen. Ich glaube, da kann man auch nicht hinfahren.
Ach, ich krieg deswegen Schaden. Das mit der Luft macht halt auch gut Schaden. Hier was zu essen, bitte. Ich will heilen. Ich hab Wasseratmen, ja. Okay. Und wenn wir jetzt hier diesem Path folgen, sollten wir zu einer Höhle kommen. Also so hat der Typ das da gesagt. Gut, das ist jetzt aber nicht so. Das ist jetzt nicht gut. Oder wir machen es einfach so. Wir suchen heute das Dungeon und in der nächsten Folge machen wir es dann. Weil ich will hier nicht nochmal eine Stunde Folge haben oder so. Weil das ist ein bisschen viel. Vielleicht hier vorne. Kann es natürlich auch sein. Pam. Wieso treffe ich den nicht? Weil ich blind bin? Wegen dem Tintenfisch? Boah, wie fies. Aber coole Idee. Das Feuer nervt immer noch irgendwie. Schiu! Wir verlassen die erste Ebene in der Hoffnung, wir finden das Dungeon jetzt auf der Brücke. Und jetzt haben wir die Brücke gar nicht in der. Doch. Wir haben sie. Gut, hier. Hier. Und hier soll es jetzt nach oben weggehen und dann in der Höhle. Genau, da ist das Dungeon. Also ob das stimmt, weiß ich nicht. Wobei die Höhle muss groß sein. Wenn die Höhle nicht groß ist, ist auch kein Dungeon da. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber die Höhle scheint groß zu sein. Oh, wie gemein. Du blöd, Mann. Oh, wie fies. Oh, Feuer. Vorsicht. Ich brauch Luft. Ich brauch dringend Luft. So, Map. Aber ich sehe jetzt keine große Höhle. Ist das jetzt eine kleine Höhle? Wie definiere ich überhaupt, dass es eine kleine ist? Ich habe mich gerade aus Versehen geheilt, weil ich mir um Dings habe. Toll. Ah, ja. Wir laufen einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt, alles. Holen. Zack. 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 Ja, aber das sieht für mich wie eine große Höhle aus, oder? Wir laufen jetzt einfach durch. Auf jeden Fall ist es neuer Content. Den hatten wir noch nicht, weil ich die Höhle komplett übersehen gehabt habe im ersten Run. Also laufen wir jetzt normal dadurch. Auch Luft. Dankeschön. Ey, das ist krass, wie schnell man hier stirbt. Okay, gut, die hätten wir jetzt. Ja, jetzt sind die Höhle riesig. Ja, ich nehme das als eine große Höhle. Wir haben dann direkt einen neuen Boden bekommen. Auch Luft und Heilung wäre auch schön. Und unten Lama, das Spooky heißt. Es gab ja mal eine ganze Folge, wo wir nur den Namen von einem Lama rausgesucht haben, beziehungsweise wo wir halt den Namen für unser Lama gesucht haben. Und wir sind auf den Namen Spooky gekommen. Es gab noch Barack O'Lama, aber das fand ich irgendwie ein bisschen cool. Ist das eine Obsidian-Kiste? Nee, doch nicht. Also es gab ganz tolle Namen, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Ist, glaube ich, sogar im ersten Run, in meinem allerersten Spiel. Ich habe das Spiel ja von Anfang an auf YouTube, oder fast von Anfang an auf YouTube gespielt. Ich brauche ganz dringend Luftpfeile. Warum sind hier so viele Leute mit Pfeilen töten? Komm, Luft. Los, Lama, besiegen wir sie!
Der kommt angeflogen und ist weg. Okay, wir haben Wasseratmung. Okay, lauf! Nimm den noch mit. Zack. 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 Ne, wir gehen unten lang. Oben sind mir zu viele Gegner. Unten ist nur einer. In der Hoffnung, wir schaffen es jetzt auch. Weil das ist ja so viel Bonus, was wir gerade ablaufen. Ohne Kiste. Gut, hier lohnt es sich also auch auf einem gescheiten Schwierigkeitsgrad herzukommen. Ah, wobei es ist nur eine normale Kiste mit Smaragden oder Essen drin. Da ist der Ort, ich sehe ihn. Da oben links, seht ihr das? Die Karte da. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Geh weg, komm. Ich will meinen Ort. Au. Hä, wie soll man das denn machen? Ah, ja, gut, wir haben's. Hier. Ja, die müssen wir natürlich wegmachen. Boah, in der Luft getroffen. Was ein Blödmann. Wie fies. Okay, den hier auch. Zack. Letzter Sprung. Boah, wir sind fast tot. Warum, weiß ich nicht. So, letzter Sprung. Und da ist er. Und das Ganze heißt Strahlenschlucht. Und ich brauche ganz dringend Luft. Ich bin sonst hier gleich richtig tot. Ich weiß nicht, wie man richtig tot sein kann, aber ich bin auf jeden Fall dann tot, das ist nicht so gut. Auf jeden Fall, wir haben den Ort. Und das Level ist hier an dem Punkt auch nicht fertig. Ich werde es jetzt noch zu Ende. Wenn wir es noch zu Ende. Wir werden es jetzt. Zack, zack, zack. Vor allem da links gibt es noch was. Also ich würde jetzt nicht aufhören. Ich würde die Höhle noch erkunden. Warum denn auch nicht? Ja, ich habe Dorn auf der Rüstung, deswegen sterben die ganze nicht gut, wenn wir halt ganze versuchen, mich zu treffen. Gut, versuchen wir die Höhle einfach mal zu verlassen. Ich kümmere mich jetzt nicht darum, was da drin ist. Haben die sich gegenseitig bekämpft? Ah nee, der Pufferfisch, klar. Ich komme da nicht hoch. Achso. Ich brauche wieder Luft gerade. Passend. Oder gibt es einen Knopf? Hat der Knopf irgendwas bewirkt? Ein ertrunkener Neugromant? Ja, nee! Nee, 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 nee. Oh, geh weg. Noch ein dritter? Zwei weitere? Und die unendlich. Okay, sind besiegt, beide. Wir bekommen einen Trident, einen Dreizack. Und was genau hat mir das jetzt gebracht, die zu besiegen? Vielleicht ist jetzt hinten das Tor. Wir müssen sowieso wieder ziehen. Ist hier das Tor auf? War das Tor überhaupt hier? War das nicht hier? Wo war dieses Tor? War das da vorne? Hier war das, genau. Ja, warte, warte, warte. Was hat uns das jetzt gebracht? Dass wir das so... Oh, ich brauch Luft. Oh, ich brauch Luft.
Oh, das bringt uns sogar zur Luft. Ey, das ist schlimm. Und was hat uns das jetzt gebracht? Wieder nichts. Ja, wow. Ich gucke jetzt nochmal nach da vorne. Hui. Ganz oben links waren wir noch nicht, da ist nämlich nur schwarz, da könnte der Ausgang sein. Den müssen wir auch noch finden, den Ausgang. Da ist einfach nur eine Kiste. Wo ist der Ausgang? Wahnsinn, noch ein Trident. Ich sag aber nicht, wir müssen alles wieder zurücklaufen. Nö. 200er IQ. Ich mutter. Also. Hä? Warum sollte ich denn jetzt nochmal alles zurücklaufen? Ich hab das, was ich will. Und das Level habe ich auch schon fertig. Also, schauen wir doch mal, ob es auch wirklich. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will auf die Realms und. Gut. Da spielen wir eindeutig im Abenteuermodus dann. Weil wir sonst zu schwach wären. Das war's mit dem Video. Falls ihr das Dungeon gesucht habt, hoffe ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich wollte noch was zeigen, genau. Verschieben wir auf die nächste Folge. Bis dann, Leute. Ciao.